Hallo, hier bin ich mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland. Ich wollte heute mal etwas Besonderes ausprobieren. Und zwar habe ich bei einer Berufskollegin etwas gesehen, was mich doch sehr stutzig gemacht hat. Nämlich, sie hat genauso wie wir auch Kälber oder Jungtiere gehabt, die eine bestimmte Hautkrankheit haben. Das kommt durchaus bei Rindern einmal vor. Das ist die sogenannte Rinderflechte. Nun gibt es da verschiedene Methoden, die zu behandeln. Und sie hat nämlich einen bestimmten Ast aufgehängt von der sogenannten europäischen Stechpalme und hat dann mehrere Wochen gewartet. Und prompt hat sich dieser Pilz bzw. diese Hauterkrankung von selber wieder zurückgebildet. Nun probiert man mal gerne neue Sachen aus und wenn es darum geht, Medikamente zu sparen und mit natürlichen Heilmethoden das Ganze in den Griff zu bekommen, wenn man eine Erkrankung hat, dann sind wir natürlich sofort dabei. Und das wollen wir jetzt ausprobieren und ich bin mal gespannt. Wir haben ja nun ein paar Tiere aufgenommen, diese typischen runden Flecken, diese schorfigen Flecken, die die Tiere sehr irritieren, die scheuern sich daran und damit verbreiten sie natürlich innerhalb der Gruppe diesen Pilz weiter. Das heißt, es werden immer mehr Tiere infiziert und es werden auch immer mehr Anteile der Haut, an Anteilen der Haut wird sichtbar, dass die Haut eine Erkrankung hat. Und wir gucken jetzt mal in 14 Tagen, wie dann das Ergebnis ist. Ich wollte euch ja noch das Ergebnis meiner eigenen Studie, die ich hier durchgeführt habe, oder auch meinem Versuch zeigen. Und wie ihr seht, unsere Kälber sehen deutlich besser aus. Wir haben keine Kälber mehr mit Rinderflechte. Und obwohl ich nun keine wissenschaftlichen Studien oder Belege oder sowas beiführen kann, ja, muss ich sagen, für mich ist das echt ein Erfolgskonzept. Und wenn ihr wisst, wie das wirkt oder ob das irgendeine homöopathische Dosis ist oder was auch immer, vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben oder irgendwelche Belege uns zusenden. Das wäre hochinteressant. Wir werden auf jeden Fall das weiter beobachten und wenn das weiterhin so gut funktioniert, ist das für uns auf jeden Fall ein Weg, Medikamente einzusparen, was immer ein Vorteil ist. Und was gut funktioniert, soll man nicht ändern. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland.